Gerichtshof. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wir werden in Java Prozeduren, so wie wir sie jetzt verwenden werden, als Prozeduren definiert. Prozeduren bestehen aus einem Kopf und einem Rumpf. Der Rumpf beginnt mit dem Schlüsselwort Public. Das kann man auch weglassen, außer bei der Main-Prozedur. Was es mit Public auf sich hat, dazu im Bereich objektorientierte Programmierung auch mehr. Also, Sie können das dort hinschreiben vor Prozeduren. Sie können es auch weglassen, außer bei der Main-Prozedur. Da muss immer Public davor stehen. Dann kommt Static Void, der Name einer Prozedur, ein Bezeichner. Und in runden Klammern optional Parameterdefinition. Was es damit auf sich hat, dann später im Teil 3 dieser Unterrichtseinheit, wenn wir uns mit Parametern beschäftigen werden. Und der Prozedurrumpf ist eine Blockanweisung. Semantik, ja, eine Prozedurdefinition hat zunächst keine Auswirkungen auf den Programmablauf. Was hiermit gemacht wird, hiermit wird eine neue Prozedur mit dem angegebenen Namen eingeführt. Wo kann man Prozeduren in Java-Programmen definieren? Innerhalb einer Klasse, das heißt in den geschweiften Klammern einer Klassendefinition. Ja, und dort können stehen Prozedurdefinitionen. Irgendwann steht dann dort meistens eine Main-Prozedur. Was wichtig ist, ist, innerhalb von Prozeduren können keine weiteren Prozeduren definiert werden. Das heißt, anders als in anderen Sprachen ist es nicht möglich, Prozedurdefinitionen zu schachteln.